Das ist Felddorf. Durch Felddorf führt eine große Straße. An dieser Straße ist immer sehr viel los. Hier wohnen Menschen, es gibt eine Schule und Geschäfte, wie die Pizzeria Severinus. Auf der Straße vor den Häusern fahren jeden Tag ganz viele Autos, Motorräder, Busse und Lastwagen. Das finden die Anwohner blöd. Sie ärgern sich über den Lärm und den Gestank. Auch die Eltern machen sich Sorgen. Sie haben Angst um ihre Kinder, wenn die zur Schule gehen. Deswegen wollen die Eltern und Anwohner, dass eine Umgehungsstraße gebaut wird, damit die Autos nicht immer mitten durch Felddorf fahren müssen. Diese Idee finden die Geschäftsleute allerdings überhaupt nicht gut, denn an den Fahrern der Autos verdienen sie ihr Geld. Und auch die Sache mit der Umgehungsstraße ist gar nicht so einfach, denn für die neue Straße gibt es nur zwei Routen. Entweder führt sie im Norden an Felddorf vorbei. Dann würde sie genau durch Äcker und Felder gehen. Das aber wollen die Bauern nicht. Oder die neue Straße wird im Süden gebaut. Hier aber liegt der Wald von Felddorf. Eine neue Straße würde den Wald zerstören. Das wollen die Naturschützer nicht. Jetzt seid ihr gefragt. Ihr schlüpft in die Rolle der Politiker von Felddorf und müsst über den Bau der neuen Straße entscheiden. Aber welche Rollen gibt es dabei? Wir stellen sie euch vor. Ob und wo die neue Straße gebaut wird, entscheidet der Dorfrat von Felddorf. Hier gibt es vier Parteien. Erstens ist da die Blaue Partei. Sie heißt Elternpartei und steht auf Seiten der Eltern und Anwohner. Die Blaue Partei will auf jeden Fall eine Umgehungsstraße, egal wo. Zweitens gibt es die Rote Partei, die sich Wirtschaftspartei nennt. Sie steht auf Seiten der Geschäftsleute und Restaurantbesitzer und ist gegen eine Umgehungsstraße. Alles soll so bleiben, wie es ist. Drittens gibt es die Grüne Partei. Sie nennt sich Umweltpartei. Sie ist auf Seiten der Umweltschützer und möchte nicht, dass die Straße durch den Wald führt. Die vierte Partei ist die Gelbe Partei, die Bauernpartei. Sie steht auf Seiten der Bauern und möchte nicht, dass die Straße durch die Felder gebaut wird. Jetzt seid ihr dran. Ihr spielt die Politiker von Felddorf und müsst versuchen, das Problem zu lösen. Wir wünschen euch dabei viel Spaß und viel Erfolg.